Wellspoken, die neue Königin. Nur ein Jahr nach Daba feierte Markus Klug mit Wellspoken seinen zweiten Triumph im Preis der Winterkönigin, auch wenn die Soldier Hollow-Tochter nach Angaben des Trainers keine typische Zweijährige ist. Das große Ziel ist natürlich der Preis der Diana, ein Rennen, das Klug bislang noch nicht gewinnen konnte. Ausstand nach Mars. Für Andreas Löwe war es am Sonntag die letzte Gelegenheit, ein Iffezheimer Grupperennen zu gewinnen. Zum 1. Januar übergibt er das Zepter an Andreas Suboric, doch nach der Baden-Württemberg Trophy stand der Kölner Altmeister noch einmal im Rampenlicht. Mit Palace Prince gewann er die Gruppe 3 Prüfung und war nach dem Rennen sichtlich gerührt. Der Kampf geht weiter. Aufgeben will man im Lager von Schatterbuck nicht. Auch wenn der stärkste Konkurrent in der Le Défi du Gallo, Star Victory, in der Baden-Württemberg Trophy Boden auf den Schützling von Michael Fege gut machen konnte. Am 13. November wird man sich in Marseille wiedersehen und versuchen, den Gesamtsieg, der mit 150.000 Euro dotiert ist, unter Dach und Fach zu bringen.